willkommen im Kosmos-Theater. Ich freue mich über den großen Andrang heute Vormittag, das große Interesse an dieser Veranstaltung, an unseren Gästen und an den Themen, die wir heute besprechen wollen. Angel und Ausgangspunkt, aber längst nicht das einzige Thema, das wir heute Vormittag besprechen wollen, ist die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten. Eine Wahl eines Mannes, wie es auch in der Ankündigung so schön heißt, der Rassismus, Frauenverachtung, eine Ablehnung alles Liberalen nicht nur nicht verbirgt, sondern zu seinem Markenzeichen gemacht hat, eigentlich zu seinem Politikstil gemacht hat. Und allein schon in den letzten Wochen seit seinem Amtsantritt sehen wir hier einen Rückschlag für all die gesellschaftlichen Errungenschaften der letzten 30, 40 Jahre, wo man gemeint hat, das wären vielleicht schon sichere Errungenschaften, das könnte man sich nicht mehr wegnehmen. Aber nein, es gibt da einen vollkommenen Backlash im Feminismus, in Sachen, wie wir miteinander umgehen, wie arm und reich hier wieder eine Schere auseinanderklafft, wie die Ungleichheiten nicht nur zwischen arm und reich, sondern zwischen Männern und Frauen, zwischen den Generationen, zwischen den Nationen wieder verschärft werden und daraus Politik gemacht wird. Und zu den schärfsten Treibern dieses Rückschlags und dieses Backlashes zählt eben nicht nur in Europa, sondern auch in den USA ein immer erstarkenderer Rechtspopulismus. Und das alles geschieht in einem, ja jetzt schon Jahrzehnt, das von etlichen Krisen geprägt ist, Finanzkrise, Staatsschuldenkrise, Wirtschaftskrise, Demokratiekrise, also man weiß eigentlich gar nicht, was noch hält, was nicht in der Krise steckt, immer verschärftere Bedingungen auch am Arbeitsmarkt für unsere tägliche Lebensweise, die Systeme sozialer Sicherheit halten längst nicht mehr so stark, wie das vielleicht noch eine Generation vor uns gewohnt war oder darauf zählen konnte. Und wir sehen also immer, wenn sich diese Ressourcen verknappen, auch künstlich verknappt werden, dann werden plötzlich wieder Slogans und Aussagen salonfähig und sind Aussagen auf dem Vormarsch, wo man gedacht hätte, diese Zeit hätten wir vielleicht schon überwunden. Und es scheint dann so, als wären ja Demokratie, Menschenrechte, Minderheitenrechte, Freiheit, Gleichheit, auch Solidarität oder Pluralismus, als wären das Luxusgüter, die wir uns nur in ökonomisch guten Zeiten leisten könnten. Und deshalb möchte ich heute mit meinen Gästen hier diskutieren, wofür wir kämpfen sollen, wofür es sich zu kämpfen lohnt, auch wo wir als Gesellschaft stehen angesichts eines politischen Koordinatensystems, das sich immer weiter nach rechts bewegt, wer da überhaupt noch unsere Verbündeten sind, sein können, wie wir Errungenschaften wie Freiheit, Gleichheit, Demokratie nicht nur verteidigen können, nicht nur in Rückzugsgefechten noch verteidigen können, sondern wie wir die vielleicht sogar weiter ausbauen können. Denn das wäre das Gebot der Stunde, anstatt das hier zurückzunehmen. Und wie schon angedeutet, das soll der Fingerzeig nicht nur ausschließlich auf Donald Trump liegen, auch wenn er als Aufreger und Aufhänger da immer eine gute Figur abgibt. Ich möchte explizit auch auf die europäische, österreichische Dimension zu sprechen kommen. Was bedeutet das hier für uns? Was sind eigentlich unsere politischen, gesellschaftlichen Zustände, die wir hier einer radikalen Kritik unterziehen sollten. Zum Beispiel heute am 18. März ist das Übereinkommen, das die Europäische Union mit der Türkei geschlossen hat, der sogenannte Flüchtlingsdeal, was für ein Wort, ein Jahr alt. Nächste Woche wird in Rom groß gefeiert, 60 Jahre schon römische Verträge. 1957 wurden die römischen Verträge, die ja die Grundlage für die Europäische Union geschaffen haben, wie wir sie heute kennen, gelegt, unterzeichnet. Und ich will auch meine Gäste fragen, was gibt es eigentlich zu feiern?
Um dies zu besprechen, begrüße ich hierzu Nancy Fraser, Professorin für Philosophie und Politik an der New School for Social Research in New York, die erste der auch öffentlich Trump kritisierenden intellektuellen Feministinnen, Wissenschaftlerinnen, die wir hier seit der Amtsübernahme Trumps in Wien besuchen dürfen, begrüßen dürfen und die in Wien besucht. Und da erfahren wir auch aus erster Hand, wie sich die sozialen Bewegungen hier gegen Trump aufstellen und reagieren, denn Frau Fraser ist ja auch selbst an den Protestaktionen beteiligt. Weiters darf ich begrüßen Marlene Strerowitz, Schriftstellerin, Regisseurin, immer wichtige politische Denkerin und Mahnerin, die auch in New York oft zugegen ist, auch in London lebt und auch hier auch einen gewissen transatlantischen Blick auf das politische und gesellschaftliche Geschehen werfen kann. Willkommen. Und schließlich Walter Bayer, Ökonom, politischer Koordinator von Transform, dem Think Tank der Europäischen Linken, auf dessen Initiative wir hier und heute zusammenkommen. Auch dir herzlichen Dank. Ja, Sie sehen schon, wir sitzen hier nur zu viert. Wer uns leider fehlt und abhanden gekommen ist, ist der Historiker und Psychoanalytiker Eli Saretsky. Der ist im Grunde auf Einladung des Sigmund Freud Museums nach Wien gekommen, hat da auch gestern bei einer Tagung zu Sigmund Freud und der politischen Linken einen Vortrag gehalten und hat gedacht, damit wäre seine Verpflichtung seinen Einladenden gegenüber vorbei. Er wurde gestern und damit auch wir wurden gestern spätabends eines Besseren belehrt. Die Tagung geht heute noch weiter und er ist natürlich da auch heute verpflichtet, dort zu sein und kann leider dann nicht bei uns sein, was ich sehr bedauere. Bleibt es an uns Vieren hängen, an Ihnen dreien, einen Beitrag zur radikalen Kritik der bestehenden Verhältnisse zu leisten und das beginnt bekanntlich damit zu benennen, was ist. Und mal zu sagen, was ist, die Aufgabe kommt als erste Ihnen zu, Frau Fraser. Ich habe mir zahlreiche Kommentare, Meinungen, Analysen zu Donald Trump durchgelesen, schon während des Vorwahlkampfes, während des Wahlkampfes dann und schließlich auch seit seiner Amtsübernahme. Und eines zieht sich immer wieder durch, also nicht nur diese Aussage, ja, er ist ein Populist, sondern oftmals kam die Ansage, das ist ein guter Populist. Und gut, jetzt gar nicht so im Sinne von einer ethischen Wertung, gut zu sein, sondern es ist gut, dass endlich mal so ein Populist an die Macht kommt, denn jetzt kann die US-amerikanische Demokratie, können die Wählerinnen und Wähler aufzeigen, wo sie bisher vernachlässigt wurden, wo sie bisher kein Gehör gefunden haben, haben eine Aussage gefunden, ihre Ungleichheit, ökonomische Stagnation und so weiter aufzuzeigen. Und wenn wir uns anschauen, wer Donald Trump gewählt hat, dann sind es nicht nur 71% der weißen Männer ohne College-Abschluss, sondern er hat auch eine Mehrheit unter den Frauen und er hat auch eine Mehrheit im mittleren Einkommenssegment, also bei denjenigen, die eigentlich früher die Kernschichten der Demokraten, die Kernwählerschichten der Demokraten waren. Und das wurde natürlich auch in Europa rezipiert, gerade auch mit Blick, welche Rechtspopulisten sind da auf dem Vormarsch. Wir haben bald Wahlen in Frankreich. Der französische Soziologe Didier Eribon hat da gemeint, ja, also wenn diese Wählerschichten plötzlich Rechtspopulisten wählen, dann tun sie das auch aus einer Akt politischer Notwehr heraus, weil sie sonst von den Demokraten oder in Europa würden wir sagen von den Sozialdemokraten, die sie sonst vertreten hatten, vernachlässigt wären.
Was kommt da zu einem Ende? Was bricht da auf? Sie haben mal geschrieben, der progressive Neoliberalismus kommt zu einem Ende. Das klingt widersprüchlich. Was passiert da? Thanks very much for organizing this panel and inviting me. It's a pleasure to be here to discuss these things with you. I would say that Trump's election represented a kind of revolt, a challenge to the reigning hegemonic common sense and the reigning policy and governance regime in the United States. I call that regime progressive neoliberalism, and that suggests I have a somewhat darker view of the last 30 or 40 years. I think there are some good reasons for a certain segment of the US population to be in rebellion against that regime. Even though it has contained within it elements of a so-called rights revolution that have brought us things like marriage equality and some other progressive developments in the sphere of rights. The problem is that those achievements were wrapped up with and coincided with the financialization of our economy. Deindustrialization, the driving down of wages, the breaking of unions, the precarization of work, the rise of the so-called mick jobs in place of full-time, well-paid jobs with benefits. So there's been a tremendous setback at the level of social rights and livelihoods and the material conditions for working class and middle class families to have what we think of as a middle class style of life, even if one is a working class worker. And that's basically what was being rejected by the Trump voters. It's not just more than half of union members in Michigan and Wisconsin, which turned out to be pivotal states in giving him the victory in the Electoral College, these were strongholds of industrial unions and of the New Deal and of historic support for social democracy and the Democratic Party. More than half of those union members revolted against their leadership, who instructed them to vote for Hillary Clinton, and voted for Donald Trump. I don't believe that these are right-wing people inherently. I don't believe that they are deeply through and through racist or misogynist. There are currents of racism and misogyny in American society. And it's true that Trump has given them permission, if you like, to break taboos and express those views openly. But in my view, it's a mistake to think that the overwhelming majority of Trump voters fall into that category. Many of them earlier supported Bernie Sanders, who represented another way of revolting against progressive neoliberalism. I would say, just to sum up very briefly, for the US constellation, we were given a choice in the 2016 election between progressive neoliberalism and reactionary populism. In my view, that's a terrible choice. I, as a feminist of the left, I'm not able to support either of those options. And I think that Bernie Sanders began to show us the possibility of a third alternative. We could call it progressive populism, something that in between those others. So I would say, to end, that
the most important thing now is not to try to resist Trump in a way that aims to restore the status quo ante. The status quo ante is what created the conditions for Trump's rise. It's what enabled Trump. This is a moment where simply trying to defend that is not enough. That plays into the same dynamic that got us here. Ja, die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, die Trump erst an die Macht gespült haben. Marlene Strerowitz, wieso werden die in letzter Zeit verstärkt auch durch antifeministische Haltungen beantwortet? Wir brauchen da jetzt gar nicht so sehr den Finger auf Trump zeigen. Wir haben da auch europäische, österreichische Figuren in den letzten Jahren, mittlerweile schon 20 Jahren, häufen sich exzentrische Milliardäre, die sich in die Politik einkaufen. Begonnen hat das etwa mit Berlusconi in Italien. Wir hatten auch schon den exzentrischen Milliardär in Österreich, einen Frank Stronach, der sich halt in die Politik einkauft. Alte, neureiche Männer mit eigenartigem Frauenbild. Wieso zieht das? Wieso übernehmen die Wortführerschaft? Ja, wir hatten auch Jörg Haider, der ein begüterter Mann war durch eine überschriebene Erbschaft, die arisiertes Vermögen, also vom arisierten Grundbesitz auf ihn übertragen hat, von dem aus er durchaus eine große Unabhängigkeit gegenüber allen anderen Einflüssen entwickeln konnte. Vom feministischen Standpunkt aus sehe ich schon, dass Antifeminismus diese populistischen Rechtsströmungen eint. Das ist eine der Grundlagen. Die eine ist, dass nur sie Recht haben und alles andere nicht stimmt. Die zweite ist, dass sie auf essentialistische Muster zurückgreifen. Dazu gehört das Frauenbild, das Bild, wie gelebt werden soll, die Kleinfamilie, die wieder hergestellt werden soll und damit die Vorschrift, wie Frauen leben sollen, also wie Frauen und andere Minderheiten zu leben haben. Bis dahin, wie sie sich anziehen sollen, geht das durchaus mit und hat doch, denke ich, damit zu tun, dass eine wirkliche Kultur der Durcharbeitung der Geschlechtergerechtigkeit nie stattgefunden hat, hier nicht wie anderswo auch nicht. Das bedeutet, dass selbst wenn wir uns selbst neu erfinden, in der Kindererziehung ja auf ganz andere innere Objekte zurückgreifen müssen, das geht gar nicht anders. Und dass hier dadurch, dass die Gesamtkultur sich der Sache überhaupt nicht angenommen hat, beziehungsweise, also wenn ich jetzt auf Österreich gehe, eine linke Antikultur gegen die Frage der Geschlechtergerechtigkeit geherrscht hat. Ich erinnere an Herrn Peilmann zum Beispiel, wo links, also die Behauptung links, linke Politik zu machen mit Antifeminismus verbunden war, und zwar Antifeminismus. Es ist nicht nur Misogynie, das ist etwas, was mit der Essentialismus schon nicht ausreicht, sondern es ist Antifeminismus, der sich auch organisiert. Sie wissen, dass feministische Veranstaltungen in manchen Bereichen Deutschlands absolut schon eine gewisse Prekarität haben, dass die gestört werden und dass hier eine andere Art der Gewalttätigkeit aufbricht. Und die hat schon mit der Signalwirkung Trump zu tun. Ich kann an den Aufsatz im Standard erinnern, den ich mit dem Zitat eröffnen konnte, dass mir persönlich ein älterer Herr in der Garage in Innsbruck, in der unterirdischen Garage mitgeteilt hat, dass er mich jetzt eine blöde Schlampe oder noch Schlimmeres nennen dürfe, weil das ja mit der Wahl Trumps jetzt sozusagen freigegeben ist. So gesehen hat das auch viele Signalwirkungen, Etiketten werden neu verteilt. Und wir müssen uns wappnen und erneut Gewaltsituationen stellen, die
die wir schon verlernt hatten, wenn ich einen feministischen Beitrag in einem öffentlichen Raum mittlerweile einbringe, kann ich erwarten, dass von irgendwo hinten ein Maskulinist hervorschreien wird, was soll denn das alles? Und das ist jetzt mal der Anfang, aber ich glaube, das wird weitergehen und da werden wir uns noch was überlegen müssen. Tatsache ist, dass niemand in keiner Kultur, weder in der transatlantischen noch in Europa, wirklich Feminismus implementiert hat, dass die skandinavischen Länder wahrscheinlich durch die äußeren Rahmenbedingungen am weitesten sind, während sie ja wissen, hier in Österreich oder in Deutschland immer noch der Familienerhalter durch die Sozialgesetze geistert und damit die Rahmengesetze sogar schon eine Möglichkeit ergeben, sich überlegen zu fühlen und damit White Male Supremacy in der jeweiligen Ableitung der bestimmten Kultur durchaus immer Bestand gehabt hat. Danke. Die Decke der Zivilisation ist dünn, diejenige des Feminismus offenbar noch dünner. Man muss aber sagen, Rechtspopulisten, auch ein Trump oder Rechtspopulisten in Europa und in Österreich, können nicht allein gewinnen, Walter. Die brauchen immer auch die Unterstützung der Mitte, derjenigen Politikerinnen und Politiker, die nicht dagegen auftreten, die sich sogar ihnen andienen, weil sie glauben, dort sind Wählerstimmen zu gewinnen. Und was an Trump empört, haben wir genauso in Österreich und Europa. Man stört sich daran, dass Trump eine Mauer bauen will, vergisst, dass Österreich einen Zaun gebaut hat. Wo liegen die Unterschiede zwischen österreichischer, auch europäischer, US-amerikanischer Politik, gerade wenn es darum geht, ja, Errungenschaften, von denen wir gedacht haben, wir wären jetzt einmal so weit, dass die dann plötzlich aufbrechen, wenn es ja ökonomisch vielleicht etwas enger wird. Gibt es da überhaupt noch diese Unterschiede oder wieso sehen wir die Mauer Trumps, aber unseren eigenen Zaun nicht? Ja, das ist einerseits die Frage, die man mit den Bildern beantworten könnte, Balken im eigenen Auge oder das Glashaus, in dem man selbst nicht mit Steinen werfen sollte. Ich glaube in der Tat, dass keine Veranlassung dafür besteht, in der Kritik des Trumpismus die europäischen Zustände zu beschönigen. 2016 sind, glaube ich, 3.500 Menschen im Mittelmeer beim Versuch, Europa zu erreichen, ertrunken. Ich glaube, für Europa bedeutet Trump vieles, aber eines auch, nämlich eine Antwort auf die Frage, die ein Zeitgenosse, der Präsidentschaftskandidat Hofer, gestellt hat, nämlich was alles möglich ist, wird dadurch beantwortet. Es ist möglich, mit einem misogynen, aggressiven, bösartigen, minderheitenfeindlichen, xenophoben Diskurs Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Man soll vielleicht auch nicht übersehen, dass auf Trump, wenn man also die Nichtwählerinnen und die nicht registrierten Menschen in den USA einbezieht, 19,4% der Stimmen entfallen sind. Und der Diskurs macht also einen Präsidenten. Ich glaube, das ist auch für Österreich eine interessante Perspektive, weil man nicht annehmen kann, dass bei den bevorstehenden Wahlen die Freiheitliche Partei eine absolute Mehrheit bekommen wird. Also die Freiheitliche Partei würde Regierungspartei werden, wenn eine der beiden ehemaligen Großparteien sich dazu entschließt. Und das zeigt das Trump-Experiment. Mit diesem Diskurs ist es möglich, Regierung zu machen. Aber deine Frage war, glaube ich, herausfordernder als nur auf dieser politikwissenschaftlichen Ebene gestellt. Du hast nämlich nach dem, warum nehmen wir die Mauer zwischen Mexiko und den USA wahr und nicht die Zäune um uns herum, also das Wir.
Und ich glaube, da muss man auch schmerzhafte Fragen beantworten können. Also wir sind ja gewohnt, auf die Oxfam-Untersuchung zu verweisen. 1% der Weltbevölkerung besitzt mehr als 50% des Rests. Besitzt mehr als alle anderen, Einwohner dieser Erde. Warum nehmen wir das so hin und zur Kenntnis? Und da gibt es eine andere Zahl, und das ist die, dass in Gesellschaften, die 20% der Weltbevölkerung repräsentieren, 80% der weltweiten Ressourcen verbraucht werden. Also es ist nicht so, dass die 1% dem Rest der Welt sozusagen isoliert gegenüberstehen, sondern da sind wir dazwischen. Und ein beträchtlicher Teil der Bevölkerungen in den entwickelten kapitalistischen Ländern bildet dieses Wir und profitiert durch vergleichsweise angenehme Lebensbedingungen von diesen Zuständen. Und das, was in unseren Gesellschaften zu keinem Zeitpunkt stattgefunden hat, war diese Kulturrevolution im Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse, im Hinblick auf den inneren Kolonialismus. Und das bricht jetzt auf. Ich glaube, wir lernen zurzeit, dass der Konsens breiter Teile bis hin zu solchen Teilen der Gesellschaft, die sie als liberal verstehen, zu den progressiven Reformen im neoliberalen Zeitalter ein Bedingter war. Bedingt nämlich so lange, als diese Verhältnisse, soziale Sicherheit und Optimismus, dass es immer ein bisschen besser gehen würde, gerechtfertigt haben. Jetzt ist diese Geschäftsgrundlage entzogen und wir lernen, was du so richtig beschreibst, also wie dünn die Decke der Zivilisation tatsächlich ist. Und darum möchte ich mich also einerseits dem anschließen, was Nancy gesagt hat, zu glauben, man könne dem Rechtsradikalismus, und ich glaube, wir müssen im österreichischen Fall von Rechtsradikalismus sprechen, dadurch entgegentreten, dass wir uns jetzt alle hinter dem Status quo einreihen, um das Allerschlimmste zu verhindern, nicht funktionieren wird. Aber ich glaube auch, und das betrifft auch die Linke, und die Linke, die sozusagen sehr stark durch liberale Vorstellungen geprägt ist, wir müssen das eigene Denken und die eigene Selbstwahrnehmung entkolonialisieren. Wir werden in einer anderen Welt leben und wir werden unsere Lebensweise verändern müssen. Und die Angst vor dieser Veränderung ist neben der sozialen Bedrängnis, die viele Menschen erfahren, eine der Quellen des Rechtsradikalismus. Und wir werden uns mit dem einen und dem anderen auseinandersetzen müssen. Dankeschön. Ich möchte jetzt von der Bestandsaufnahme, düsteren Bestandsaufnahme, ein wenig zu den Handlungsoptionen auch kommen. Also was tun wir, wie kämpfen wir, wer sind unsere Verbündeten? Und die Frage an Sie, Frau Fraser, es bildet sich hier... Übersetzung? Translation? Es bildet sich ja schon Widerstand. Es bindet sich schon mal auch intellektueller Widerstand oder intellektuelle Wappnung. Ich habe es ganz interessant gefunden, dass binnen weniger Stunden oder Tage nach Donald Trumps Inauguration Hannah Arendts Buch aus dem Jahr 1951 über Totalitarismus wieder die Bestsellerlisten hinaufgeklettert ist. Also offenbar wappnet man sich oder versucht mal zu verstehen, was ja ein erster Schritt ist. Und darüber hinaus, was tut sich, was sollte sich tun? What is really happening? Well, I would say that there is an enormous amount of resistance and mobilization and politicization now in the United States. It has a little bit to my understanding. It's starting to feel a little bit like the 1960s in the sense that people are really roused and want to do something.
I'm talking about anti-Trump people. By contrast, the Trump forces are rather quiet, and I'll say something about that in a minute. But in terms of anti-Trump, so you know, I think, that on January 21st, which was the day after his inauguration, there was a kind of spontaneous, almost accidental tweeting that the next thing you knew, there were literally millions and millions of people in the streets, a women's march, but with a lot of male participation as well. This, I would say, had a somewhat inchoate, not very well defined political agenda, but it was huge, it was massive, it was full of energy and creativity, and it involved many, many people who had not been politically active before. And this is the key, that new young people, not just young people, are being radicalized, are becoming politicized. They don't necessarily have developed political views. We really haven't had a left in the United States. I want to agree for the U.S. also, what we think of as the left had in recent years become very liberal, and that includes feminism. So there's this huge sort of opportunity, and I think you know about the seemingly spontaneous outpouring of people who went to the airports when the first travel ban against people from Muslim countries was announced. So this shows how much energy, how much concern there is. I think the question is what form this resistance is going to take. And as I said a little while ago, from my point of view, if resistance means sort of trying to go back where we were before Trump won the presidency, then I think we lock ourselves into a sort of symbiotic oscillation between this progressive neoliberal alliance of what I would call corporate lean-in feminism of the 1%, as represented by Hillary Clinton, and Silicon Valley, Hollywood, Wall Street, the sort of forward-looking, dynamic, cosmopolitan, globalizing sections of the economy as opposed to manufacturing. And I don't mean to single out feminism, because every social movement has a hegemonic liberal current that was part of and is part of this alliance. This is what the Trump voters rejected, and it complicates how we think about resistance today. There is somehow an entanglement of these achievements at the level of rights and culture with this Goldman Sachs economy. And this is a policy, this Goldman Sachs economy, is a policy begun under Bill Clinton, continued under the Bushes, and under Obama. It's not a right-wing Republican Party policy. It's the bipartisan consensus of the U.S. ruling class, if I can use this language. And somehow, the mainstream sort of media-anointed version of feminism is all wrapped up in this. And I believe that the right kind of resistance is one that aims at breaking that association, breaking up that entanglement. And so I would say that the task for feminists and others would be to develop a not just resistance, but course correction, something different. So just in a nutshell, instead of lean in, what about a feminism for the 99%? This would have to be a very different kind of feminism that would have to pay attention to political economy, to the organization of work, paid and unpaid, and to their interimbrication, and to the situation of the overwhelming majority of women, children, and men who are not
in a position to rise up the corporate ladder and crack the glass ceilings, because these are the women who are cleaning the homes and caring for the children of those who are leaning in and trying to crack the glass ceiling. Someone at a march I was at recently said, "This our feminism is not about cracking the glass ceiling, it's about getting women out of the basement." It's a completely different idea of what feminism is. Ich möchte die Frage auch gleich an Marlene Strerowitz weiterreichen und stellen, was bedeuten all diese Veränderungen, die wir gerade wahrnehmen, auch für die Frauenbewegung. Es gibt nämlich eines, das mir besondere Sorge bereitet und mich sehr irritiert, gerade wenn ich mir auch Rechtspopulistinnen anschaue, wie eine Marine Le Pen, die so etwas wie einen, man nennt es in der Politikwissenschaft mittlerweile, Weichspülerfeminismus für sich entdeckt hat, die eigentlich pseudofeministisch sagt, ja, wir Französinnen, Franzosen müssen doch die Werte hier aufrechterhalten, eben die Freiheit der Frau, meint aber eigentlich in einem nationalistisch-rassistischen Diskurs, unsere Frauen quasi müssen, wir kennen das ja auch der österreichischen Sprache, patriarchalen Sprache, vor den bösen, eben meistens islamisch, aus dem islamischen Kulturkreis stammenden Männer schützen. Was bedeutet das auch für den Aufstieg der Rechten? Wir haben jetzt auch eine Frauke Petry in Deutschland, eine Beate Szydło führt die polnische Rechtspartei an. Mir macht das Sorge, gerade wenn ich mir anschaue, diesen Gap bei Wählerinnen und Wählern, bei der letzten Bundespräsidentschaftswahl in Österreich war es doch so, dass gerade noch die Frauen Alexander Van der Bellen den Wahlsieg gerettet haben. Was bedeutet das für die Rechtspopulisten in Österreich? Braucht es da nur bei der FPÖ eine Frau, die sich die dann auch auf weibliche Stimmen abzieht, um hier endlich eine Mehrheit zu erlangen? Ja, es gibt natürlich emanzipierten Populismus, selbstverständlich, es kommt ja nur auf die Formulierung an. Was Frau Le Pen ist, ist emanzipiert, Feministin ist sie sicher nicht. Und wenn sie hier Etiketten schwindelt, was ich übrigens von ihr noch nie gehört habe, dass sie sagt, sie ist Feministin, das glaube ich, werde ja, da wird sich ja ihr Blut verfärben oder sonst was. Natürlich ist das, und es geht darum, schon ganz klar zu machen, dass es hier um den Volkskörper geht, in dem die Frauen funktionieren und nicht als Einzelwesen, die demokratische Grundrechte haben. Das ist dieser Unterschied muss einfach viel klarer noch gemacht werden, dass es sich hier um Grundkonzepte handelt, und zwar wirklich um vollkommen verschiedene Grundkonzepte, was in den Vereinigten Staaten schwierig ist, weil der inhärente Nationalismus ja immer alles auch ein bisschen anders färbt, als es bei uns der Fall ist. Wir müssen uns der Sache ja in der Frage der Europäischen Union anders stellen. Ich glaube auch, dass es diffuse politische Gefühle und Affekte sind, die gerade die Welt beherrschen. Ich würde jetzt ausnahmsweise mal eine Metapher verwenden und meinen, dass es ähnlich ist wie in der Medizin, in der der Arzt, der die Diagnose stellt und dann eine Kur verschreibt, ohne mit dem Patienten oder der Patientin was gesprochen zu haben, langsam ausläuft und niemand mehr dahin gehen würde. Und dass es nun darum geht, dass einerseits eine Andemokratisierung der Welt über die Medien und die IT-Revolution eine Art Selbstermächtigung ergeben hat. Das haben die Medien, haben die Welt verändert. Und auf der anderen Seite die IT-Revolution die Arbeitsplätze kosten wird. Was wir hier jetzt noch nicht gesagt haben, ist, glaube ich, gestern stand es in der Süddeutschen, in den nächsten 3 Jahren 1,5 Millionen Arbeitsplätze, die verschwinden werden. Das heißt, wir stehen noch ganz anderen Herausforderungen gegenüber. Und da ist jetzt die Frage, was wir drüber retten können. Und ich glaube schon, dass es bei den Demonstrationen gegen Trump schon auch um eine Art
Grundhaltung gegangen ist. Und das ist dieses Diffuse. Wir haben das 2000 erlebt. Wir haben 2000 relativ diffus demonstriert. Wir haben keine Statements gehabt. Es gab keine Führungspersönlichkeiten. Es gab eine Menge von Menschen. Es gab keine Masse. Und wenn wir uns erinnern, war das ein Augenblick, der damit zu tun hatte, dass wir uns mit dem Körper im öffentlichen Raum politisch bewegt haben. Nun hatten wir den Schlüssel als unseren Oberkindergärtner und wurden von der Polizei als Kindergartengruppe durch die Stadt geführt. Das ist etwas, aber das mussten wir lernen. Das sind Lernprozesse. Wir stehen in Lernprozessen die ganze Zeit. Nicht nur am Arbeitsplatz ist ewiges Lernen notwendig, sondern gerade in der Politik. Und eine Politisierung, die einmal damit beginnt, auf die Straße zu gehen und zu sagen, so will ich das nicht, finde ich einen guten Anfang. Wie das dann weitergeht, das wird neu gelernt werden müssen. Ich glaube auch nicht, dass es alte Parteien geben kann, die das auffangen, sondern ganz andere Zusammenschlüsse. Es gibt ja Communes im Internet, wir werden das ganz anders machen müssen, aber wir müssen es eben lernen. Das Problem ist, ob wir Zeit genug haben. Walter, bevor ich das Publikum bitte, oder Fragen zu stellen an unsere Gäste, die Runde abschließende Frage an dich. Was sind denn jetzt unsere europäischen Handlungsoptionen? Marlene Streorowitz hat gerade angemerkt, wir müssen auch andere Wege finden. Wir müssen auch wieder eigentlich lernen, damit umzugehen. Wir müssen demokratisches Wünschen, demokratisches Begehren eigentlich wieder lernen, nachdem wir doch auch schon ja, dieser progressiv-neoliberalen Gehirnwäsche unterzogen sind und gelernt haben, es gibt eine Sachzwanglogik, es herrscht die Alternativlosigkeit, die Welt ist nun mal, wie sie ist, und richtet euch doch bitte ein. Was können wir als Europäerinnen und Europäer gemeinsam tun? Was schlägst du vor? Wie handeln wir grenzüberschreitend? Was wäre zu tun? Ich wollte ein Wort zum Neoliberalismus sagen, weil ich glaube, dass in der Linken zum Teil ein sehr oberflächlicher Umgang mit diesem Begriff gepflogen wird. Also ich finde, dass Neoliberalismus eigentlich eine unglaubliche intellektuelle und kulturelle Leistung des Kapitalismus war, nämlich zwei Dinge, die miteinander eigentlich nichts zu tun haben, nämlich neoklassische Ökonomie mit ihrer ganzen Gewerkschaftsfeindlichkeit und ihrer Entdemokratisierung und der Kommodifizierung aller Lebensbereiche zu verkoppeln mit politischem Liberalismus und Ansprüchen, die in den 60er und 70er Jahren von progressiven Bewegungen erhoben worden sind. Und das, also ich glaube, das hat die Linke in dem Sinn auch nie verstanden, dass es sich da um die Artikulation von zwei qualitativ unterschiedlichen Momenten handelt. Und was wir jetzt erleben, ist die Auflösung dieser Artikulation, nämlich dass auf dem Hintergrund der ökonomischen Krise und der steigenden Arbeitslosigkeit und auch der weltweiten und weltwirtschaftlichen Veränderungsprozesse wesentliche Teile der Eliten finden, dass dieser Deal nicht mehr gelten soll. Und jetzt wird versucht, autoritär zu regieren. Und da hast du auf der einen Seite die nationalistische Variante in all ihren Ausprägungen von Trump bis Hofer und du hast auf der anderen Seite die autoritäre Variante, die offensichtlich in der Technokratie und der Bürokratie der Europäischen Union vorherrschend ist. Wer das jüngst publizierte Weißbuch der Europäischen Kommission durchliest, der wird auf 30 Seiten ein pompöses Ding, alles muss anders und besser und effizienter werden, vorfinden. Aber ein Papier auf 30 Seiten, in dem kein einziges Mal das Wort Demokratie oder Demokratisierung oder Öffnung für Partizipation vorkommt, was anstelle von sozialer Sicherheit und Demokratie geboten wird, ist europäische Aufrüstung
Wir brauchen eine Armee. Wir sind von Feinden umringt. Und abgesehen davon, dass das natürlich riesiges Geschäft ist, weil wenn europaweit die Rüstungsausgaben von 1,4% auf 3%, was das Ziel ist, der Bruttoinlandsprodukte angehoben werden, kann man sich vorstellen, also in welchem Ausmaß da verdient werden wird. Aber es hat vor allem auch eine psychologische und eine ideologische Wirkung. Das ist neue Hegemonie. Und wenn daher die Frage ist, wie darauf reagieren, also mir liegt vor allem am Herzen, dass ich finde, dass es eigentlich auf einer bestimmten Art und Weise wurscht ist, ob im Namen der französischen Nation aufgerüstet wird, Kernpunkt des Programms, des Front National, 3% Bruttoinlandsprodukt für die französische Rüstung, oder ob im Namen der Europäischen Union aufgerüstet wird. Ich kann mir andererseits nicht vorstellen, dass man in Europa friedlich und sinnvoll miteinander leben kann auf der Grundlage einer nationalistischen oder nationalstaatlichen Hypothese. Also ist es eigentlich, weil du nach Europa gefragt hast, adressiere ich das so direkt, die Herausforderung, sich dieses europäische Projekt anzueignen. Da geht es um unsere Zukunft. Wir wollen unsere Zukunft bestimmen in unserer Vielfältigkeit und in der Vielfältigkeit der Menschen, die hier leben und unabhängig von Hautfarbe und Herkunft. Und ich finde unerträglich diese Debatte zum Beispiel über die Doppelstaatsbürgerschaft, so als ob das also schlecht wäre, dass man sie multinational als Person selbst definiert. Wir müssen, glaube ich, als Linke zu Einigungen kommen, die uns respektieren in unseren Unterschieden, aber die gleichzeitig in der Lage sind, also zu zwei Problemen eine Alternative vorzulegen, nämlich einerseits zum Nationalismus, das ist eine Regression, das ist ein Rückschritt, das ist Reaktion, und auf der anderen Seite zur autoritären Governance der Europäischen Union. Wir brauchen eine demokratische Europäische Union, wir brauchen soziale Mindeststandards, wir brauchen eine Wirtschaftspolitik, die in diesen Zeiten ökonomischen Umbruchs die soziale Sicherheit von Menschen garantiert, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, und es wird wahrscheinlich so sein, dass weder die europäische Integration noch die Demokratie in Europa gesichert werden können, wenn nicht die Wirtschaftspolitik sie um 180 Grad in Richtung Menschen, in Richtung soziale Sicherheit und in Richtung, ich würde sagen, Optimismus bewegt. Das möchte ich als Episode an den Schluss stellen. Also es gibt ja jetzt in Portugal eine Regierung, eine sozialistische Regierung, die von den beiden linken Parteien, dem Linksblock und der Kommunistischen Partei Portugals gestützt wird. Und die sind natürlich so eingezwickt wie Syriza in dieses europäische Austeritätsregime und haben nicht viele Möglichkeiten. Aber was uns von dort erzählt wird, ist allein die Tatsache, dass in der Regierung darüber geredet wird, dass man Mindestpensionen erhöht und dass man Mindestgehälter erhöht und dass man im öffentlichen Dienst nicht abbaut, sondern zubaut. Also allein das Umdrehen des Diskurses, dass die Menschen Rechte haben und die Politik diese Rechte zu verwirklichen hat, dieses Wenden in Richtung Optimismus, das ist meiner Meinung nach ein beträchtlicher Fortschritt, und den müsste die Linke und alle anderen sozialen und demokratischen Bewegungen in Europa herbeiführen können. Ja, Umdrehen des Diskurses, das ist nichts, was wir hier auf dem Podium alleine machen können oder wollen. Deswegen haben wir uns genug Zeit noch aufgespart, das jetzt auch mit Ihnen und euch zu diskutieren. Und ich möchte bitten um Wortmeldungen, Fragen, Thesen, Gegenthesen und bitte auch hier um eine solidarische Haltung, kurz halten, Raum nehmen, aber nicht zu lange besetzen, sodass auch die anderen drankommen können. Es gibt ein Mikrofon, das herumgeht. Ich sehe ziemlich wenig im Saal. Kann man das Licht ein bisschen aufdrehen, aber die Barbara macht das. Darf ich noch eine Episode vorher erzählen? Weil
weil wir immer damit, weil das so tun, als würde Trump jetzt etwas Besonderes sein. Es ist eine radikale Absage an diese Wirtschaftsform notwendig. Ich habe mir in den 80er Jahren als mein Geld verdient, als das, was man damals nicht Sekretärin nannte, sondern Assistentin der Geschäftsleitung. Und ich saß also in Büros, im Vorzimmer von den Generaldirektoren und habe mit den Augen geklimpert und die Jagdtermine organisiert und habe mehrere, ich würde sagen 7 Chefs in der Zeit erlebt und die waren alle wie Trump. Das ist jetzt nur einfach über Reality-TV in die Öffentlichkeit gekommen, das Geheimnis des Generaldirektors Büros, in dem wird herumgeschossen. Frau Huslein ist gerade entlassen worden, weil das nicht mehr geht, weil sie auch herumgeschossen hat und Leute sich mittlerweile aufregen drüber. Aber es war die Abwertung, die tägliche Abwertung, die da passiert ist, den Angestellten gegenüber, den Frauen im Büro gegenüber, die selbstverständliche Stimme, die immer laut ist und nie einen Augenblick auch nur zuhört, diese Territorialität, die sich in der ganzen Person darstellt, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die als Führungsqualität ausgegeben wird, das ist alles das ist eine Form auch natürlich von Patriarchat, das nicht reformierbar ist. Das muss einfach bekämpft werden. Es geht nicht anders. Es ist unmöglich und da muss nochmal ganz anders in der Betriebsverfassung vorgegangen werden. Das wäre eine Aufgabe der Gewerkschaft. Danke. Das Mikrofon ist schon irgendwo. Bitte. Yeah, I have a question for Nancy Fraser. I'm just gonna ask it in English. And I've been asking myself this question like for more than a year, basically ever since Bernie Sanders started like running. Why is a movement like Bernie Sanders is possible? Like, why does it happen in the States and not here, where we should actually have left-wing parties who kind of like identify with a left-wing tradition, who maybe don't act on it, sadly enough, but who are there? So why is it happening in the US and not here? Like, not on this scope, at least. Thank you. That's a very interesting question. I'm not sure I could give a very fully convincing answer. But I would say that one thing I observe in many European countries is the, let's say, this sort of recuperation of socialist parties or social democratic parties as agents of neoliberalism. Now, this is also true to a certain extent of our Democratic Party, but it never exactly pretended to be left in the first place. It never called itself socialist. I think that in the US, and I suspect something like this could be the case also in many places in Europe. We've seen in the US periodically a breaking out of a sentiment for some alternative to progressive neoliberalism on the one side and reactionary populism on the other. Occupy Wall Street was obviously an expression of this, and it grew out in part of various World Social Forum type organizations that had been percolating along for quite a while. Obama took on some of the language of Occupy in the 2012 election campaign, but obviously never acted on it as president. And I think Sanders, again, picked up on that language. And you can't underestimate the importance of individuals in history. I mean, he's just a sort of remarkable person who has been saying the same thing for the last 40, 50 years. And does not belong to the Democratic Party, is the only independent, self-described socialist in the US Congress. So he's unusual, but maybe it took someone like him. I think that probably everybody, including Sanders himself, was surprised by the extent of support
he was able to mobilize. No one quite expected this, but it's very revealing. It really shows that there are other possibilities. And maybe if there were Sanders-type, you know, politicians, movements elsewhere, they could also find support and resonance. Why they haven't emerged is hard to say. It looks like in Germany now we'll have some possible new kind of coalition in which Die Linke will be involved potentially. You know, but it's not quite the same thing, but we'll see. Ja, du wolltest direkt darauf replizieren. Ich glaube, dass die Wahrnehmung im Hinblick auf Europa so nicht stimmt. Vor jetzt, glaube ich, einem Dreivierteljahr waren die Wahlen in Spanien, die mit Podemos Unidos eine Partei mit, also eigentlich aus dem Nichts kommend, mit 20% ins Parlament gebracht haben. Und eigentlich alle Beobachter und Beobachterinnen sind davon ausgegangen, dass diese Konstellation dann ermöglichen würde, eine gemeinsame Regierung mit den Sozialisten zu bilden, die ebenfalls angedeutet haben, dass sie also aus diesem neoliberalen Mainstream heraustreten wollen und eine Alternative suchen. Dann hat es ganz einfach einen Putsch der Eliten in der Sozialistischen Partei gegeben. Der Vorsitzende der Partei ist abgewählt worden und die Sozialisten haben dann entschieden, die konservative Regierung wieder zu bestätigen. Also man soll, glaube ich, nicht übersehen, dass es in Europa diesen politischen Kampf zwischen einer radikalen Linken und dem Establishment gibt. Oder Griechenland, Syriza, eine Partei gewinnt mit 34-35% die Wahlen, mit einem Programm, das gegen die Austerität gerichtet ist. Der Premier wendet sie an seine Bevölkerung in einer Volksabstimmung mit der Frage, ob die die Austerität fortsetzen wollen. Und das wird niedergeknüppelt durch die europäischen Instanzen. Und wenn man da jetzt ehrlich ist, muss man sich auch eingestehen, also wir, nicht griechische Linke, wir haben nicht viel zustande gekriegt, um diese Regierung in der Auseinandersetzung und die griechische Bevölkerung zu unterstützen. Also ich bin der Meinung, wir sollen uns die europäischen Realitäten gut anschauen. Die sind anders als die US-amerikanischen Realitäten, weil sie vor allem dadurch gekennzeichnet sind, dass es eine radikale Linke außerhalb der sozialdemokratischen Parteien gibt. Letzte Woche, diese Woche Wahlen in den Niederlanden. Das ist fast tragisch komisch, wie die Mainstream-Medien davon einem Sieg der pro-europäischen Kräfte sprechen. Die regierende PVV verliert 5% und wird halt gerade nur stärkste Partei. Die Sozialdemokraten verlieren, ich glaube, von 25% auf 6%, also bewegen sie in Richtung KPÖ. Und alle tun so, wie wann das ein Sieg des politischen Zentrums wäre, während die beiden linken Parteien, die Grün-Linken, bei uns übrigens immer als die Grünen apostrophiert, obwohl die Nachfolgepartei der Kommunistischen Partei der Niederlande, also die Grün-Linken und die Sozialistische Partei mit ungefähr 10% repräsentiert. Das sind schwierige politische Prozesse, aber ich glaube, man soll sie nicht so einebnen, weil man dann übersieht, was es an Potenzial der Veränderung und auch der Verteidigung von Demokratie und demokratischer Kultur in Europa gibt. Da einige Wortmeldungen gesehen. Du verteilst, Barbara. Okay. I have a question to Nancy Fraser regarding the protest movement. So in your talk you said that it's important for the movement not to be supporting a Clinton feminism, the feminism of the 1%, so to say, and to be a feminism of the 99% and to address social questions. My fear is with the protest movement that it's just going to be bad anti-Trumpism, bad resistance politics, that's just going to feed in at best into a victory of a Clinton-type Democratic candidate.
And my question is, what is the role of the left? What can we do, or progressives, if you want, to avoid that, to avoid the anti-Trumpism to become a mere something that feeds into Clinton politics? And my question in particular, what lessons are there to be learned from recent mass movements in the US, meaning Occupy Wall Street or the anti-war movement? I'm thinking about the moment of like Occupy when everyone was proud not to have a position, and I feel that that might not be a good lesson. Because in a way, I feel like the things you said are some sort of standard narrative almost, meaning that there are like economic reasons why people are frustrated with the Democrats, like the forgetting of the social question. I mean, these things are brought up, and I still have the impression that the whole protest now fits into the purposes of Clinton, or Clintonites, not Trump, not Bernie Sanders types of Democrats. Thank you. I have the exact same worry. I mean, the situation is, I should say, changing rapidly because, let me just say, before I get to the heart of your question, I just want to say that, I mean, Trump ran against the Republican Party, but has now been captured by it. He is not governing as a reactionary populist. He's governing as a reactionary neoliberal. The fateful decision was every US president has like a year, a honeymoon to do one big thing. And Trump chose and was pressured by the Republicans in Congress to make his one big thing the repeal of Obamacare, that is of the health insurance, and not the infrastructural bill, which is was the basis of his support among working class people and the whole sort of industrial rust belt. He's been essentially captured by the Republican Party, and where his voters, many of them, are, this is why I said before, they're quite quiet now. They're in a kind of wait and see mode. And I think they're about to be, many of them, very, very disappointed that the kinds of social protections and jobs programs that they voted for are not going to be forthcoming. But I agree that you, and by the way, just to add one other point, I would not myself be surprised if Trump were impeached. I'm not convinced he's going to serve out his term. The Democrats are ready to vote for his impeachment, and I think it's only a matter of time before the congressional Republicans lose patience with him, with his unpredictability, his volatility, the chaos that he sows everywhere, and they have a perfect guy sitting there for them, Mike Pence, who is a real conservative, which Trump is not. So I just want to sort of say that our situation is quite fluid. What we may end up with is more of a standard Republican Party agenda of cut taxes and free trade and so on, which is exactly what Trump promised to end. So there's a lot of fluidity, and in a sense, that means, once again, that Trump voters disappointed in what they get from him may become available for another initiative. But I think that you're absolutely right that the inertial drift of things in terms of the anti-Trump resistance and mobilization will be, all things being equal, to reconstitute some version of progressive neoliberalism with a more palatable figurehead than Hillary Clinton proved to be. And this is why I have been insisting that there is a sort of window here. I'm not sure how long this window will remain open, but in the US right now, there is a window. There is an openness. As I said, all sorts of people are becoming newly politicized and newly radicalized. This is a moment where the left needs to educate people, needs to develop an alternative
discourse, a critique of progressive neoliberalism. In my view, the most important thing is to say that it is not enough to oppose the blatant racism, misogyny, anti-Muslim, anti-Mexican views of Trump. One also has to address the conditions that created the possibility for a Trump. And that means progressive neoliberalism. And I think this is, there is this window at, to develop this message, which aims at, let's say, altering the scenario that you described in which progressive neoliberalism is reconstituted. Frau Sterowitz, sollten auch darauf antworten? Ja, dieses Klagen um Programme. Natürlich, Occupy ist jetzt im Whitney Museum. Also das ist vielleicht nicht der Ort, in dem es großartige Revolutionen geben kann, aber vielleicht ist das der Ort. Was oft oder eigentlich gar nicht bedacht wird in dieser Art von Rhetorik, wie Sie hier führen, ist, dass natürlich die Rechte begriffen hat, dass es darum geht, die Gefühle, die Situation von Personen in kurze Gefühlsberichte umzuformen und Identitäten anzubieten dafür, zumindest Splitter von Identitäten, die klar und einfach sind. Das hat die Rechte von der Werbung gelernt, und zwar in den USA genauso wie hier. Die Werbung hat die missionarische Funktion des Kapitalismus mit der Rhetorik der Kirche, der jeweiligen Kirchen verbunden und hat Verkündigung begonnen. Es wird kein Produkt mehr beworben, sondern es wird immer das Gefühl zu dem Produkt beworben. Das haben die Rechten begriffen und die Linke kann daraus nur ihre Lehren ziehen. Ich weiß nicht, wie das aussehen soll, aber es muss bedacht werden. Und die Sehnsucht nach einem Programm, glaube ich, ist genau Gegenteil von dem, was hier die Menschen bewegt. Ich sage absichtlich mal Menschen, was ein schrecklicher Ausdruck ist, aber das ist nun das, was da ist. Und dass es darum geht, hier neue Wege und andere Wege und klare Wege zu gehen und nicht vorschnell Programme vorzulegen und irgendwelche Volkshochschulen aufzubauen und zu sagen, das würde reichen. Es geht schon um die Invasion des ethischen Bereichs, in dem Personen sich selbst definieren und das von außen annehmen oder brauchen. Wer hat das Mikrofon? Der oder die stellt die Frage. Thank you so much for the great work you've done and the talks here. I have a question to the podium in general, and it's one about the labeling. You just said before that labels are newly put again and they come up again stronger now, and we have this, we still somehow are in this dichotomy between feminist and masculinist type of labeling. And I sometimes have the feeling that if we keep with that labels, we come short to look at political economy in that sense that we, to talk in Nancy's word, to talk about redistribution and remuneration and not only of recognition anymore. So I was wondering whether we could use this as a point of departure to think of new labels to get maybe more support for our cause, which is not anymore on a line of gender, but probably, I don't know, it is class, it is ownership, capital, I'm not sure, but maybe you have some ideas, so I would just like to open the question here. Thank you. Yeah. Thanks, that's a really interesting question. I mean, my view is, and I come out of the socialist feminist wing of feminism, and I should say that for me, the term feminism to me covers a multitude of sins and currents and views. Feminism for me is a terrain of argument. All it means is that we live in societies with entrenched, deeply entrenched gender asymmetry or oppression or subordination or injustice or inequality. That is wrong and should be changed. That's all feminism means, but that leaves open a huge terrain of argument. How do we understand gender inequality, oppression? Where is it? Where are its roots in the society?
For liberal feminists, equality means that women of the professional managerial class should be equal to men of that class. That is not a good enough definition of gender equality for me. So just to give you a sense that I'm coming out of one wing of feminism that sees itself in an argument, in a struggle within feminism for what the meaning of equality and women's emancipation will be. And in the sort of feminism that I am steeped in, there's a fundamental structural aspect of capitalist society which has to do with the separation of economic production from social reproduction, paid from unpaid labor. And this is obviously a deeply gendered idea. It's an institutionalized, it has everything to do with class, but it is not reducible to class. So I would say that if we mean feminism versus masculinism, unless we begin to fill in these terms, I don't even know exactly what it means. But I do know what it means to talk about the shift from a gender order that was entrenched in the previous form of state-managed or social democratic capitalism to a new gender order in neoliberal financialized capitalism, which is a capitalism that depends much more heavily on women's paid labor and therefore and goes with this austerity dynamic, which involves state and also corporate retrenchment of support for social reproduction. So we have women driven into wage work, and that, you know, can be presented as a progressive feminist victory. We're no longer dependent on a male wage, but of course it goes with this creation of this highly precarious and low wage service economy. So it's dicey. You get this massive pull of women into wage labor at the same time as you have retrenchment of public provision. So there's a new dynamic of the relation between production and reproduction, paid labor and unpaid labor, that is highly, highly contradictory, tense, enormous pressures. And for me, that's the starting point for thinking about how the gender order changes. And I would say that in a nutshell, what we want today, this goes back to this question of that Marlena spoke about, the success of right-wing populists in creating emotional appeals. I say fight fire with fire. We need our own way of tapping into the emotions that that are swirling around here. And I think that the powerful desire, hunger for social protection from runaway markets, from predatory debt, from the insecurity of this new political economy, I think that is a legitimate aspiration and the starting point for a left feminist and generally left perspective has to be to validate the emotions that and the aspirations that incline people right now to Marine Le Pen and Trump and other right-wing populists. Those emotions are legitimate and valid. What we need to do is develop an alternative diagnosis, an alternative account of where the real cause of this problem is, what the real solution is, to direct it away from persecutorial scapegoating, which is a completely erroneous diagnosis and solution, to a more structural solution. And I think this language
It is a populist language of the 1% and the 99%, which was the language created by Occupy and developed in a way by Sanders, who spoke about the rigged economy. It is a rigged economy. That's beautiful language. This is emotional language too, but it's language that can be mobilized from the left and from a feminist left. Die Frage war ans ganze Podium gerichtet. Möchte jemand von euch beiden noch antworten? Ich verstehe die Sehnsucht, endlich Feminismus oder Feminismen nicht mehr sagen zu müssen. Es ist aber doch das Ergebnis der immer schon reaktionären Rhetorik, die diesen Begriff so wilified hat. Und es geht darum, den zurückzuerobern, Maskulinismus aufzugeben, fände ich gar nicht so gut. Maskulinismus beschreibt Nationalismus, die Kleinfamilie vom Vater angeführt, alle anderen Geschlechter und in Abhängigkeiten nachgereiht, beschreibt einen Volkskörper, aus dem heraus diese männliche Dominanz entsteht. Und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie etwas ist, von dem wir uns verabschieden können, wenn es gerade das Wahlprogramm von fast allen rechten Parteien ist. Walter, möchtest du was hinzufügen? Ja, also immer wenn man ein schwieriges Argument vorbringen will, muss man zuerst einmal sagen, was man eh alles für richtig hält. Also erstens, ich halte für richtig, dass Politik sich ihrer ethischen Grundlage bewusst sein muss und dass Ethik ein oft verleugnetes, aber wichtiges Motiv im politischen Handeln ist. Und daraus folgt, dass es in der politischen Diskussion und im politischen Diskurs ein Moment gibt, das über sozusagen den rationalen diskursiven Austausch hinausgeben muss, eine kulturelle, ästhetische Seite. Das alles unbenommen, aber ich glaube, dass wir die rationale Seite der Politik auch nicht unterschätzen dürfen. Die rationale Seite der Politik heißt, dass gesellschaftliche Probleme mit Vernunft verstanden und durch vernünftiges Handeln verändert werden können. Also wenn die radikale Rechte zum Beispiel sagt, in Frankreich gibt es 7 Millionen Arbeitslose und 7 Millionen Migranten, schicken wir diese 7 Millionen Migranten heim, dann ist die Arbeitslosigkeit kein Problem mehr, dann ist das vielleicht ein emotionaler Appell an koloniales Selbstverständnis und Nationalismus, aber es ist vor allem auch wirtschaftspolitischer Blödsinn. Es ist irrational. Und wenn die Linke nun die Sorgen der Menschen adressieren will, die sich von Arbeitslosigkeit bedroht fühlen, dann muss die Linke vernünftige, argumentierbare, rationale Antworten, die Lösungen beinhalten, formulieren können. Ich glaube, das mit den Emotionen ist deswegen auch so schwierig, weil die Emotionen ja kein sozusagen vorgegebenes und neutrales Terrain sind. Ich weiß nicht, ob Sie die heutige Zeitung Österreich angeschaut haben. Die ist natürlich wieder voll von also Kopftuch und Terrorismus und islamische Bedrohung und Erdogan und alles dies. Und dann gibt es einen Artikel über die Besitzerin dieses Beauty-Salons, die 70 Arbeitsplätze streichen will, weil das Arbeitsinspektorat entsprechende arbeitsrechtliche Maßnahmen von ihr fordert. Erstens, vermute ich mal, weil Beauty-Salons selten aufsuche, aber ich vermute mal, es handelt sich um Frauenarbeitsplätze. Zweitens, es handelt sich um schlecht bezahlte Frauenarbeitsplätze. Drittens, es handelt sich um prekäre Beschäftigung. Und trotzdem ist es so, dass die Präsentation dieses Falles so daherkommt, dass da irgendwie eine Bürokratie völlig außerhalb von jeglicher Verantwortung einer kleinen, armen Schönheitskönigin arbeitsrechtliche Vorschriften macht, die zum Kollaps dieses Betriebes führen. Emotional hoch besetzt.
auf der einen Seite eben also sozusagen die Verteidigung der Frauenrechte, die exekutiert werden an den muslimischen Frauen, die kein Kopftuch tragen dürfen, und auf der anderen Seite die völlige Missachtung der Arbeitsrechte von Beschäftigten in diesem Betrieb. Und ich glaube, wir müssen uns fragen, warum ist es eigentlich so, in einem ganz bestimmten kulturellen Setting, dass Werte der Solidarität derzeit weniger positive emotionale Energie erzeugen als Werte der Konkurrenz. Und da spielt Kunst und Kultur und die Fähigkeit, in künstlerischer Weise über und außerhalb der Institutionen zu wirken, eine Rolle. Aber es ist natürlich auch eine Frage des politischen Kräfteverhältnisses. Österreich meldet in dem Zusammenhang mit dem Beauty Salon, ein Gipfel findet statt, und da tanzt jetzt an der Gewerkschaftsvorsitzende, der Vorsitzende der Industriellen Vereinigung, der Sozialminister, der Wirtschaftsminister, um mit der Frau sowieso darüber zu verhandeln, ob man nicht an diesen Arbeitsplätzen doch eine Belüftung einbauen soll. Aber das ist Politik, das ist politisches Kräfteverhältnis, und ich glaube, wir müssen uns eingestehen, dass wir in vielen Ländern, nicht im europäischen Süden, aber in vielen Ländern Europas, die politische Auseinandersetzung verloren haben. Und das erfordert meiner Meinung nach wieder aus der rationalen Perspektive gedacht, dass man neu konstruieren muss. Ich mag zum Beispiel nicht, dass man über die soziale Frage redet. Ich bin dafür, dass wir über Klasse reden. Weil wir reden auch nicht über die Frauenfrage, sondern wir reden über Geschlechtergerechtigkeit. Und Klasse für mich heißt ja nicht irgendwie die Arbeiterklasse anzubeten, sondern diese 1% der Weltbevölkerung, die mehr besitzen als alle anderen, sind 60 Millionen Menschen. 60 Millionen Menschen, das ist kein Verschwörerzirkel, sondern das ist Klasse. Das ist strukturelle Gewalt. Und wenn die Linke aus den Niederlagen der 90er Jahre gelernt hat, dass es nicht ohne Ethik geht, dann ist es ein beträchtlicher historischer Fortschritt. Aber sie sollte nicht verlernen, dass es auch nicht ohne Programmatik und Gesellschaftsanalyse und intellektuelles Verstehen der sozialen Umstände geht, in denen die Menschen leben. Barbara, wer stellt die nächste Frage? Wir haben jetzt 6 Beiträge noch aus dem Publikum, und deswegen schlage ich vor, Beiträge zu sammeln, nicht jeden Beitrag einzeln zu beantworten. Also mal mein Vorschlag, die nächsten 3 Beiträge zu sammeln. Thank you. I'd like to pose a similar question as has been asked already, but with a bit of a different focus. Nancy Fraser, you said that there is an enormous amount of politicization against Trump at the moment, and that it feels like the 1960s. This raises the specter of the new left and how itself liquidated into what you called progressive neoliberalism. This also raises the question of learning that Marlene Streerowitz and Walter Bayer talked about. In 1915, after the SPD supported the war, Rosa Luxemburg said that everything is not lost if we haven't unlearned how to learn. Over the last 100 years, the left has more and more lost the ability to learn. The new left was not able to overcome the popular front politics of the old left of the 1930s of self-liquidation into the Democratic Party. This raises the question of Bernie Sanders' self-liquidation into the ethnic constituency identity politics of the Democrats. Even small socialist groups today focus only on resistance against Trump. How can the crisis of neoliberalism that Trump and Sanders are symptoms of, as you said, not become a moment of depoliticization? What does this history of the self-liquidation of the left mean for the possibility you see in the present crisis of neoliberalism? Thanks. Ich wollte auf 3 oder 4 Begriffe zurückkommen. Das eine war, wir können nicht zum Status quo vor Trump zurückkehren. Das zweite, der Optimismus,
dahin richtet sich eigentlich der Hauptaspekt meiner Frage. I can also speak in English. Yeah, I lived in the States for a long time, and actually part of my question is to all of you on the podium, what are the real existing conditions for a stronger and powerful left, either in the US or in Europe? Because I'm surrounded by a lot of people who are either overestimating the left in the millions that are going to the streets in the US now, because I lived there and I was active in the left and it was almost invisible. Yeah. So I think we underrated our power, and now I feel many people, particularly in Europe, overrate these 4 million or 5 million, but what about the hundreds of other millions that voted for Trump? So this is a question to you, and the other is a question to Walter and Marlene. How to overcome this cultural hegemony that comes from neoliberal thinking? Because I'm convinced that this pessimism or this fatalism around us is the strongest barrier. I feel very strongly about this in the cultural arena where I work. So, ich möchte nicht Englisch reden, weil das ist für mich und für die anderen wahrscheinlich ziemlich mühsam. Ja. Ich will einfach bei diesem progressiven Neoliberalismus, diesen Term, den die Nancy Fraser geprägt hat, weiterdenken, weil mir das so ungeheuer wichtig vorkommt. Ne? Warum sie es in dieser Kombination handelt. Ne? Weil ich denke nicht, dass die Rechten die Avantgarde Einpeitscher der Austeritätspolitik sind. Ich glaube, dass sie irgendwie einordnen, mitmachen, aber sie sind sicher nicht die Avantgarde in diesem Neoliberalismus-Austeritätsregime. Das ja darin besteht, was ich heute Gesundheitsbereich einzusparen, Bildungsbereich einzusparen, zu privatisieren, Löhne zu kürzen, Sozialunterstützung zu kürzen, Pensionen zu kürzen. Das ist das Kernprogramm der etablierten Kräfte. Da braucht man doch gar keine Rechten. Die machen das schon die ganze Zeit. Und ich bin auch nicht bereit zu vergessen, dass Rot und Grün, Schröder und Fischer in Deutschland Hartz IV eingeführt haben und den Jugoslawienkrieg geführt haben. Das braucht man nicht vergessen, da hat es noch keine Rechten gebraucht, das haben die gemacht. Also, weil man für diese Austeritätspolitik ja nicht wirklich gut Wahlkampf machen kann, wir wollen die Löhne kürzen, wir wollen die Pensionen kürzen, braucht man irgendwas, und das ist der Zweck, warum die Kräfte halt dann so gewisse feministische, einen sehr verkürzten Feminismus oder einen gewissen Kosmopolitismus an den Tag legen, der aber die Probleme der Weltgesellschaft, der kapitalistischen, komplett ausblendet. Und gegen diesen verkürzten, gelähmten, verkrüppelten Feminismus und diesen verkürzten Kosmopolitismus müsste dagegen müsste man angehen, und man müsste auch sagen, dass das für die ja nur eigentlich die Behübschung, also die Christbaumkugeln an der Austeritätspeitsche sind. Danke. Frau Fraser. Well, thanks. These are all three important and interesting questions. I'm going to start with the last one. I think it will segue into the others. I don't know if this was your intention, but the analysis you just sketched agrees very, very closely with my own. What I mean by progressive neoliberalism is not a right-wing movement. It's an alliance of liberal currents, of progressive new social movements, with essentially
finance or call it cognitive or symbolic capitalism, if you like. And that is precisely why I put together these two terms. And I agree that it has often been social democrats or in the US, Democratic Party governments that have been behind austerity, and that this has all been, let's say, draped or cloaked in a veneer of progressivism. Maybe it's more than a veneer, but it doesn't go very deep, in the sense of liberal rights of women, LGBTQ people, some forms of liberal anti-racism, but the forms that it's as if this financializing dynamic has essentially borrowed the charisma of emancipatory movements. And I've said before that, I mean, here's just a sort of formulaic way of understanding it, that the earlier stage of state-managed social democratic capitalism was an alliance of social protection and marketization, that's sort of Fordism, against, if you like, or with at the sacrifice of emancipation. That was the Trente Glorieuse, so to speak. This following moment, the progressive neoliberal moment, was an alliance of marketization or financialization, let's say, with emancipation, or at least with a thin, truncated version of emancipation against social protection. And that leads me then to the idea that if we want to develop a left alternative today, that we should be thinking about a new alliance of social protection and emancipation, but a more robust version of emancipation against runaway marketization and financialization. And I would say that moving now to the second question about what are the really existing conditions for a stronger and more powerful left in the United States and Europe, I quite agree that one has to avoid underestimating the potential and avoid this fatalistic idea. I am constantly engaged in arguments with friends and colleagues who say, but really this is fascism or something close to fascism. We just have to close ranks with the liberals. This is not the moment. And, you know, there are all these analogies that are evoked with Weimar and the ultra-left line about social fascism and so on and so forth. I think this is premature. We might get to that point. I'm not saying it's impossible. But I don't believe we are there yet. And I think that the only winning and principled strategy is the one that would try to create some kind of alliance among all the victims of progressive neoliberalism and reactionary neoliberalism, which I think we're getting now. And that's an alliance of the people who voted against Trump and at least one important block of those who voted for him. I don't mean the dyed-in-the-wool irredeemable racist, but I mean this working class bloc in the sort of manufacturing sectors that have been, are losing unionized benefits and jobs and so on. Many of whom supported Sanders before they moved to Trump. That's the kind of, and I think can be won back. So I'm with you against the fatalism. And then the last was really the first question about have we lost the ability to learn? Well, I mean, it's a very general question, but
as long as we are capable of generating historically informed analyses that show what openings there were, how they were closed off, where they might reemerge again now. I would say this. There has been a worldwide revolt against progressive neoliberalism that is unfolding in country after country. And we haven't even spoken about Latin America, which was for a long time the pink tide, the continent that was trying to develop an anti-neoliberal politics that has now been shut down with the help of a U.S.-inspired judicial coup d'etat and various other forms of reaction. But we have a deep, deep structural crisis. It's got an ecological dimension, which is extremely pressing. We have a deep crisis of social reproduction, which has to do with this cannibalization by the drive to maximize economic profits, the drive to commodify social reproduction that leaves no time, no energy, no capacities for people to actually care for their families and keep their communities intact. We have a crisis of democracy, a deep political crisis of governance at every level, in terms of national democracy, in terms of the EU, in terms of whatever passes at the UN, say, for global democratic governance. Those things are not going away. We have to expect that there is going to be more and more political fallout, chaos, right-wing movements, hopefully left-wing movements. I don't think that the status quo is tenable. So I think we are living in a time that where we're going to have tremendous turmoil, and I think we have no choice but to engage it and to try our best to, take into account lessons and wrong terms and forms of self-liquidation. I would say it is not the case, by the way, that Bernie Sanders is self-liquidating into the Democratic Party. Go on YouTube and look at his incredible speeches in West Virginia, in rural Virginia, in Appalachia, in all the places that Trump won. He is out there giving his story, and he shouldn't be doing it alone. We should be doing it with him. Frau Strehowitz? Ja, ich halte das System für nicht reformierbar, das habe ich schon gesagt. Das bedeutet, dass im Grunde alles, und das wurde ja gerade von Nancy ganz richtig gesagt, dass alles in Frage stellt und eine einzige große Krise existiert. Ich würde meinen, dass einer der wichtigeren Punkte der nächsten Zeit sein wird, dass wir darauf bestehen, und ich halte das für wirklich basal wichtig, dass die Technical Aliens, mit denen wir zu rechnen haben, demokratisch erzogen werden und demokratisch eingebunden werden und nicht zum Beispiel Diener der rechter Ideologien oder rechter Staatsvorstellungen werden. Und da werden wir noch ganz schön viel zu tun haben. Und ich glaube, dass solange unsere Lebendigkeit, und das bleibe ich jetzt wirklich bei diesem poetischen Ausdruck, solange unsere Lebendigkeit nicht in Frage steht, wir das alles machen können. Walter, möchtest du auch? Ja, ich bin jetzt overheilend bei dem letzten Statement von Marlene, weil das ist wirklich gut, solange wir lebendig sind, ist nicht alles verloren. Ich wollte sagen, dass die radikale Rechte und die Austerität, also man soll sich nicht der Illusion hingeben, dass die radikale Rechte keine Austeritätspolitik machen würde.
Das Programm von Marine Le Pen stellt nicht in Frage zum Beispiel die ausgeglichenen Budgets. Der einzige Unterschied zwischen dem Herrn Macron und der Frau Le Pen in Bezug auf die ausgeglichenen Budgets ist, dass der Herr Macron es für die Stabilität der Europäischen Union erreichen will und die Frau Le Pen zum Ruhm der französischen Nation. Und man kann das Programm der Freiheitlichen Partei sich vornehmen, was da alles versprochen wird an Sozialleistungen für diese und Mindestpensionen, aber keine einzige Formulierung, die irgendwie nahelegen würde, wie das finanziert werden soll. Die Idee, dass alles besser wird, wenn man die Migrantinnen heimschickt, ist hanebüchern, die bedient die Denkfaulheit von denen, die besorgt und ängstlich sind, aber hat nichts mit rationaler Bewältigung der Probleme, vor denen wir stehen, zu tun. Der wirkliche Unterschied, und ich glaube, wir sollen den präzise wahrnehmen, als 2000 die Freiheitliche Partei in die Regierung eingetreten ist, geschah das auf dem Hintergrund eines unhinterfragten neoliberalen Konsenses. Und daran ist die Freiheitliche Partei in der Regierung zerbrochen. Wenn jetzt 15 Jahre später oder 18 Jahre später die Freiheitliche Partei auf dem Hintergrund der Finanz- und Wirtschaftskrise und der vielen Krisen, die Nancy erwähnt hat, in eine Regierung eintreten würde, wäre es ein komplett anderer Konsens. Man braucht nur die Zeitungen nebeneinander legen. Es ist ein nationalistischer Konsens. Beinahe alle stimmen darüber überein, dass man die Familienbeihilfen reduzieren muss, dass Betriebe, die Ausländer einstellen, keinen Bonus für Beschäftigungszuwachs bekommen sollen. Nebenbei Programm des Front National. Betriebe, die ausländische Arbeitskräfte einstellen, sollen eine extra Steuer bezahlen. Bei uns ist alles etwas höflicher und gepflegter, aber im Grunde genommen ist es dieselbe Logik. Das wäre eine andere politische Gesamtkonstellation mit einem anderen Konsens. Und ich glaube, dass die Linke lernen muss, in jeder Hinsicht, und sie muss lernen, Antworten darauf zu geben, wie die sozialen Nöte der Menschen, die immer größerer Zahl aus diesem System der Sicherheit hinausfallen, gelöst oder zumindest in Richtung einer begreifbaren, nachvollziehbaren Lösung gebracht werden können. Ich bin Leiter einer Institution, die aus 30 Institutionen in 19 europäischen Ländern besteht. Von diesen 30 Institutionen stehen eigentlich nur 4 kommunistischen Parteien nahe und 26 sind linksgrün und linkssozialistisch oder sozialistisch im breiteren Sinn. Ich sage das, um jetzt wieder was Schwieriges zu sagen, nämlich aus dieser Distanz betrachtet, glaube ich, ist das Problem der österreichischen Linken nicht der Pessimismus. Der Pessimismus könnte ja heilsam sein, wenn er zu selbstkritischer Überlegung Anlass gäbe. Das Hauptproblem der österreichischen Linken ist der Antikommunismus. Der Antikommunismus, nämlich die Unfähigkeit, einen Zusammenhang zwischen sozialen Kämpfen, die das 20. Jahrhundert geprägt haben, und dem eigenen Tun herzustellen. Und in der praktischen Politik heißt das, dass jetzt alle Linke da in diesem Land so vor diesem Stau, vor diesem Problem stehen, also da die radikale Rechte kommt und der Kurz wird entscheiden, ob die FPÖ Regierungspartei wird. Und na, soll man nicht doch lieber den Kern, aber der macht ja im Grunde genommen dieselbe Agenda wie die radikale Rechte. So, und dann gibt es Linke, die sagen, also wir hätten ja gerne eine linke Partei machen, aber wenn nicht sicher ist, dass wir ins Parlament kommen, dann machen wir es nicht. Und dann gibt es da diese alte Tante, die KPÖ, die macht es seit 1959 mit absoluter Gewissheit, dass sie nicht ins Parlament reinkommen wird, von Wahl zu Wahl antreten. Nicht zu begreifen, dass zwischen diesen beiden Problemen ein Zusammenhang besteht, nämlich der Zusammenhang, sie irgendwie aufzuraffen und zu
begreifen, dass es in der Politik immer um reale Schritte geht, also nicht nur ums Wünschen und nicht nur darum, was man tun tätert, wann man was tun tätert, sondern ums Tun. Das wäre so ein grandioser Fortschritt für die europäische und für die österreichische Linke. Und daher bin ich optimistisch, weil ja die österreichische Linke schon viele Fortschritte hinter sich gebracht hat, so wird sie auch diesen bewältigen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. So, wir haben zwar später begonnen, mit Blick auf die Zeit muss ich dennoch bitten, dass wir zwei kurze Fragen, kurze Statements nur noch aufnehmen können und dann das gleich in einer Abschlussrunde am Podium beantworten. Barbara, du hast die schwierige Aufgabe, diese zwei Fragen gerecht zu verteilen. Das kann ich nicht, weil ich vier Leute noch auf meiner Rednerinnenliste habe. Daher unmöglich. Dürfen wir denn überziehen? Was sind die Vorgaben vom Kosmos Theater? Demo. Es gibt eine Demo. Wir überziehen nicht lang, bitte. Also vier kurz, bitte. Fragen stellen. Ganz kurz. Kurz ist möglich. Ja, die Kampagne von Bernie Sanders war ja durchaus erfolgreich, auch wenn er es nicht geschafft hat, tatsächlich der demokratische Kandidat zu werden. Und mich würde interessieren von den Podiumsdiskutantinnen, wie Sie das einschätzen, ob das eine Frau, eine feministische linke Frau, genauso geschafft hätte wie ein Bernie Sanders. Denn das bezweifle ich und ich vermisse ein bisschen diese ganze Geschlechterperspektive in der Diskussion der linken Repräsentantinnen, denn das wäre die wirkliche Revolution. You already talked a little bit about totalitarianism, and I would like to know how bad do you actually conceive the situation when we have like mass mobilization all the time, and ultimately only what Trump says is truth. Thank you. Yeah, I have actually two questions. Sorry. But Walter mentioned that we live on the backs of the other societies. I guess we, meaning Europeans and United States, people living in United States. So I'm actually interested in how do you inscribe the politics, social agenda, and experiences in solidarity and resistance of these other societies into your reflection on conservative backlash in USA and Europe. I mean, Nancy already mentioned Latin America, but I'm also curious what you think of other countries, which actually non-European Union and non-United States. And the second question is that you keep mentioning the radicalization of the left, but in the past, I mean, left was radicalized in anarchist movement, and this word was not mentioned in the panel discussion. And the anarchism was anarchist movement was crashed, you know, in United States and in Europe in the end of 90s and beginning of the zero. So I'm actually curious if you think that the anarchist agenda can be introduced to the left in order to radicalize themselves in the social thinking. Thank you. Meine Frage richtet sich an Frau Fraser und ich würde gerne wissen, inwiefern der Protest gegen Trump schon eine organisierte Form angenommen hat oder ob das noch sehr spontan stattfindet. Und außerdem würde ich auch gerne wissen, ob es so wirklich über das ganze Land verbreitet ist oder ob es bestimmte Zentren gibt, eine bestimmte Stadt oder nur an den Küsten zum Beispiel. Danke. Vielen Dank. Ich möchte das Schlusswort einfach Ihnen geben. Es ist die große Aufgabe, das zusammenzufassen. Sie sind auch unser großer Gast mit dem Wald und der Marlene. Können wir vielleicht noch öfter diskutieren. Sie dürfen jetzt. Okay, these are, again, great questions. Let me just try to take them more or less in order. I mean, this question about whether a woman who was sort of had the Bernie Sanders line
could have done as well as he did. This is a complicated one. We might get an actual test case insofar as the leadership of a Sanders-like strategy could be passing to Elizabeth Warren, who is a senator from Massachusetts and a fierce left-wing populist. So we'll see. I do believe that the anti-Hillary Clinton sentiments definitely had some sexism involved. I don't think it was just that she was a terrible candidate, which she was, and somehow the perfect exponent of the progressive neoliberalism. I mean, she was the candidate for continuity as opposed to change, and in a change election, that was terrible. But still, I do think that there was entangled with that some sexism. Exactly how much or how you parse that out is hard to say. Sanders, by contrast, had a certain grandfatherly decency that, you know, it was embodied it clearly in a male form, quite delightfully, in my opinion. But we'll see if someone like Elizabeth Warren can pick up that mantle. The question about truth and alternative facts and so on, obviously this is a quite disturbing development. And I feel that we've had this sort of, the way that news has been constructed in the United States for a long time, the objective has not exactly been truth, but balance. So whenever you have a right-wing perspective, or let's just say a Republican Party line, then you have to have a Democratic Party line. Of course, that's a very truncated notion of balance, which, you know, cut out everything to the right and to the left. Now, I think there's something about that balance idea that has come back to haunt. And journalists are now actually very concerned about truth in a way that maybe they weren't so concerned about with before. That's probably a good thing, and we'll see how it plays out. I very much appreciate the question about the Global South, and it goes without saying that all of these, this restructuring of the global economy, which is connected up with deindustrialization in the global north, which feeds the right-wing populism, all of that has to do with the relocation of manufacturing to low-wage regions, to the semi-periphery countries, the so-called BRICS, and so on. This is not quite the old first world, third world picture. We now have complications of forms of sub-imperialism, like massive Chinese investment and brutal exploitation in Africa, for example. So it's a more complicated picture, but it is still the case that the forms of social protection that we in the global north enjoyed to some degree were made possible by revenue streams swollen by predatory arrangements vis-a-vis the global south. And I suppose it's the inability now to tap those revenue streams in the same way and to the same degree that is part of the new political economy and so on. So all of this has to be rethought. And I would just simply say, back to the question of immigration and social protection, again, this is complicated. It is above all that capital that wants migrant labor. And it is largely working classes in the global north that are saying no.
So whatever position a left takes has to reckon with that very major complication. We have to figure out how it is possible for us to envision a world that can have open borders and freedom of movement that also guarantees social protection. And in my view, there is no going back to the national Keynesian social democratic welfare state. The genie of globalization is much too far out of the bottle, and we're going to have to start thinking about social protections and social entitlements at a transnational scale. This is a very difficult thing to do, but that is at least the long-range perspective that a left has to have. Anarchism, I'm not a fan. As a professor at the New School for Social Research, all of whose students are anarchists, this is a daily battle for me to insist that one has to think programmatically, one needs organization, one needs a way of articulating social movements with to political parties and political agendas. And I would say one thing that the Trump phenomenon and these other phenomena, cognate phenomena, suggest is that people want leaders. They want to feel that they are protected, that somebody has their back, that somebody is fighting for them. And this does not have to be a negative thing. I think of sort of Franklin Roosevelt in the United States, who was able to speak to the country from a benign form of leadership and say, I'm on your side, I'm for you. And again, this is, we don't live in a world, people need a feeling that there are leaders like this. And we have to rethink the idea of leadership in away from the, sort of right-wing strongman image. And yes, going back to the first question, woman leadership, absolutely. Lastly, how organized is the protest? I'll just give you one small anecdote in which I am very personally involved. I spoke before about the idea of a feminism for the 99%. And some of you may know that I was one of the authors and signatories of a manifesto for a feminism of the 99%, which was published in The Guardian. It's about 4 weeks ago, and which called and which tried to set an agenda for March 8th, International Women's Day, where there was already in motion the idea of a women's strike, an international women's strike, started especially by the sisters in Argentina, Poland, Ireland, and Italy. And we decided to try to, from scratch really, just articulate the idea of what the U.S. wing of an international women's strike would be. Just again, to give you a sense of how much possibility there really is now. This call was published literally 3 weeks before March 8th, and by March 8th, there were actions, including sizable actions, in more than 50 cities in the United States around the idea of feminism for the 99%, and it was about making visible unwaged care work as well as questions of paid labor. And today, there is now a national steering committee with coalitions of all sorts of women's groups, immigrant women's groups, trans and queer groups, groups focused unions of campaigns for fair wages, increased minimum wage, and so on and so forth. Where will this go? What is the real potentiality and the limits of it? I can't say. But it's not only possible to get people into the streets, it's actually possible to build organized coalitions that can organize more things. So again, I'm not
It's a crazy, scary time, but I am not one-sidedly pessimistic by any means. Herzlichen Dank für die zahlreichen persönlichen Einsichten, profunden Analysen und auch ja, für den Optimismus in die Möglichkeiten. Es gab was zu lernen, es gibt noch viel mehr zu lernen, es gibt auch die Straße, habe ich gehört. Gerade heute gibt es wieder eine Demonstration auf das, was zu lernen gibt, sich zu solidarisieren gibt. Und damit wünsche ich einen schönen politischen, solidarischen Nachmittag. Dankeschön.